Ja, hallo meine Lieben, das Thema des Jahres, das Thema hat uns unglaublich fest im Griff. Ich weiß jetzt nicht, soll ich weinen, soll ich lachen, soll ich, was weiß ich, wütend werden. Oft ist es einfach eine komplette Mischung aus allen. Da habe ich wieder Phasen. In der Früh werde ich munter und denke mir, boah, hey, was ist das jetzt im Augenblick? Macht es überhaupt Sinn aufzustehen? Ja, aber wie gesagt, jetzt schauen wir mal, die Psyche, die Seele, wie auch immer man dazu sagen mag, also eher den immateriellen Teil in uns, was ist wichtig? Ich habe es ja schon erwähnt, bei diesem Hans Petermeier geht einfach unglaublich viel Angst mit. Ich sage es mal so, umso emotionaler man mit dem Thema ist, ob man sich nun darüber aufregt, dass es so viele Menschen gibt, die alles ganz, ganz brav mitmachen, was man ihnen sagt, oder ob es solche sind, die hinter allem eine Verschwörung sehen und sich unglaublich darüber aufregen, ja, da kann man sich sicher sein. Ja, da kann man sich sicher sein. Hier steckt eine Menge an Angst bei beiden Seiten mit drinnen. Ja, es heißt auch, Hunde, die bellen, die beißen ja grundsätzlich nicht, aber sie fürchten sich ganz arg. So ist es einfach. Also mein Tipp, wenn ihr mit diesen Menschen zu tun habt, ja, entweder die euch total davon überzeugen wollen, dass jetzt die Politiker hier unglaublich recht haben, was sie sagen, oder eben die Verschwörungstheoretiker, die dann wirklich alles Mögliche daher schleppen. Mein Tipp dazu, lasse die Leute einfach bellen, lass sie einfach reden. Wenn du ihnen keinen Stoff lieferst, das heißt, wenn du nicht jetzt zum Gegenargumentieren anfängst und hier mit bellst, dann hören die einfach wieder von selber auf, weil du ihnen den Wind aus den Segeln nimmst. Fängst du aber selber dann mit zum Jammern oder mit zum Argumentieren an und ihr verwickelt euch in eine handfeste, ich weiß, viele Menschen lieben das, da muss es richtig zugehen. Der eine sagt das, der andere sagt das. Aber fängst du dann selber auch noch zum Bellen an, dann bin ich der Meinung, dann sollte man sich eher auch noch um seine eigenen Ängste kümmern. Ja, vor allem um die Angst vor der Angst, meine Lieben. Das sind nämlich zwei paar unterschiedliche Schuhe. Angst vor der Angst. Angst ist ja grundsätzlich ganz, ganz was Normales. Nur die meisten unterdrücken diese. Ohne Angst wäre es ein bisschen komisch, ja? Wenn wir keine Angst hätten, dann würden wir überall hinunterrauschen, überall hinunterfliegen. Wir würden eine Sprungschanze einfach mal so hinunterfahren und unten wären wir dann einfach mal so tot. Also Angst ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Manche Menschen haben anscheinend dieses sogenannte Angstgehen nicht. Die fahren dann halt mal eine Sprungschanze runter und verletzen sich dann hinterher. Aber Angst ist grundsätzlich ganz, ganz normal und wichtig. Nur die meisten unterdrücken diese einfach, weil es in unserer Gesellschaft halt nicht mehr schick ist, ja? Angst zu haben, nicht mehr schön ist. Angst zu haben, das war es eigentlich überhaupt noch nicht. Das ist auch nicht männlich. Mittlerweile ist es wahrscheinlich auch nicht mehr weiblich, Angst zu haben, weil wir müssen ja immer stark sein. Wir müssen uns immer behaupten. Und deshalb muss diese, wenn sie auftaucht, und sie taucht natürlich immer wieder auch auf, einfach dann muss, sie muss dann einfach auch mit Gebelle, mit verschiedensten Dingen runtergemacht werden. Sie muss versteckt werden, ja? Andere verstecken ihre Angst mit unglaublichen, nicht auszuhaltenden Positivismus, ja, oder mit einer Linien- oder Autoritätentreue. Es gibt diejenigen, die brüllen, die verbrüllen ihre Angst. Die anderen sind so unglaublich positiv und optimistisch sofort immer. Andere, die sind einfach immer brav. Autoritäten sagen das und das beruhigt sie dann. Im Endeffekt machen alle nichts anderes als ihre ureigene Angst einfach nur zu kompensieren. Ja, da gibt es einfach die Berufsoptimisten oder die Positivisten, wie ich sie nenne, die sehen in allem sofort nur das Beste. Die sehen immer sofort eine Chance. Da ist gerade jemand gestorben oder hat sich schwer verletzt. Ach, da, das vergeht schon wieder, das wird schon wieder. Sieh die Chance drin. Ja, da ist gerade von einem Mann die Frau abhanden gekommen, hat ihn verlassen oder was auch immer. Und schon stehen diese unglaublichen Positivisten und Optimisten da. Ach, sei doch froh, die war eh nichts wert. Nutz doch einfach die Chance. Auch andere Mütter haben schöne Töchter. Ja, die wollen einfach nicht damit konfrontiert werden. Sie wollen auch selber sich nicht damit konfrontieren, dass sich so ein Verlust halt einfach auch mal ungut, traurig, emotional
wütend anfühlt. Das ist doch normal. Die Frau, die Freundin, der Mann oder was auch immer verschüsst sich. Und wenn man da gleich zur Tagesordnung übergeht, dann ist man nicht ganz richtig, sage ich mal. Ja. Oder eben in diesem Hans-Peter-Fall, ja, um beim Thema zu bleiben, seid doch froh, da haben wir mal Zeit für unsere Familie, habe ich heute wieder gelesen, ich weiß nicht, zum wievielsten Mal nutzen wir die Zeit und dann habe ich auch Zeit, wieder mal meine Briefmarkensammlung durchzuchecken oder meine Wohnung zu putzen. Ja, das mag schon sein, meine Lieben, das ist alles ganz nett für eine Zeit lang, ja. Das ist genauso, wenn man arbeitslos wird. Am Anfang freut man sich, geil, ich habe frei. Dann macht man einiges und nach 3 Wochen fällt einem die Decken am Schädel, ja, weil man merkt, naja, es ist halt doch jetzt mehr dahinter, als dass man halt nur noch mal frei haben, ja. Es ist halt einfach in dem Hans-Peter-Meyer-Fall einfach nicht so, dass man da halt alle nur mal 2 Wochen keine Arbeit haben, nicht in die Arbeit geben oder Homeoffice machen, dass die Firma nur mal 2 Wochen zusperrt, sondern da geht es um ein bisschen mehr als nur 2 Wochen mal nicht in die Arbeit zu gehen. Da geht es darum, wie schnell kann sich die Wirtschaft, die Menschen von wochenlangem, vielleicht monatelangem isoliert sein, von einer monatelangen Ungewissheit, stillstehender Wirtschaft erholen. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt denke, oh, so ein Schwarzmaler, mich würde es freuen, wenn in 2, 3 Wochen wieder alles vorbei wäre. Glaubt's mir, es ist mir nicht wurscht, meine Freundin wohnt in Deutschland, ich wohne in Österreich, wir sehen uns wahrscheinlich jetzt ein paar Wochen nicht oder vielleicht sogar länger nicht, ist alles gar nicht so lustig. Aber da wäre es nur normal und natürlich, dass man da einfach auch mal Gefühle und Emotionen zulässt und zeigt, bevor man sich's nur gut gehen lässt und sofort wieder das Beste in den ganzen Falle sieht. Was natürlich heißt, dass man bei diesen Emotionen einfach schaut, dass man da nicht hängen bleibt. Gefühle zulassen, durchgehen, diese mal aushalten, durchgehen, weitergehen und nicht an den Gefühlen hängen bleiben, weil das machen die emotionalen Menschen. Die haben immer dieselbe Schleife, die hängen immer an derselben Emotion, nicht weil sie durchgehen, sondern weil sie sie nur benutzen, um im Außen dann herum zu brüllen. Ja, und dann haben wir noch die Autoritäts- oder Tätenhörigen, also diejenigen, die Autoritäten anbeten, wie den Papst oder so ähnlich. Manche machen es auch wesentlich subtiler. Ja, für die ist alles gut, was die Autorität in dem Falle sind es die Politiker, sind es die Ärzte mit Rang und Namen oder sonstige einflussreiche Personen. Ja, und diese Autoritätenhörigen, die haben es einfach so gelernt. Sie können auch nichts dafür. Wir sind alle erzogen worden. Alles, was der Papa sagt, das ist halt einfach richtig. Das haben diese Autoritätenhörigen gesagt. Alles, was diese Autorität und die erste Autorität im Leben ist halt meistens der Vater. Das ist alles richtig und das machen wir. Auch wenn es mir vielleicht oft gar nicht gefällt, aber das spüren die Leute gar nicht mehr, ob es ihnen wirklich gefällt und gut für sie ist, weil das einfach schon so automatisiert ist. Und diese Menschen sind einfach, wenn es brenzlig wird, wenn es mal stressig wird, in der Kindheits-Ich-Rolle. Ja, wer sich da jetzt mit der Transaktionsanalyse auskennt, weiß, von wo ich spreche, Kindheits-Ich, da gibt es 2 Möglichkeiten, entweder das angepasste Kind oder eben das revoltierende, das aufbegehrende Kind. Dann gibt es noch diese Ebene der Erwachsenen-Ebene, das wäre an und für sich eine sehr optimale Ebene. Und dann gibt es auch diese Eltern-Ebene, also da haben wir verschiedene Ebenen in dieser Transaktionsanalyse. Ja, und es ist halt so, wenn jemand in seiner Kindheitsrolle einfach so drinnen geblieben ist, auch als Erwachsener, dann gibt es natürlich irgendwo auch einen Elternteil, der gerne in dieser Elternrolle drinnen ist. Und das ist halt dann so, das sind halt da kommt jetzt der brave Papa Kanzler und der sagt jetzt, ja, das ist jetzt, ich weiß jetzt, was ihr braucht, wir müssen jetzt isoliert sein, ich gehe auch mit gutem Beispiel voran, das ist jetzt wichtig, soziale Beziehungen auf 0 herunter oder so weit wie möglich runterzuschlaufen, weil, also, da geht es nur um das, der weiß, was passiert und die Leute sagen, ja, das machen wir, genau, du hast recht, Politiker, ob das Ärzte sind, also bestimmte Autoritäten. Diese Eltern- und Kindheitsebene ist einfach eine sehr fade Ebene, in der man wirklich einfach nicht bei sich ist, nicht in seiner Mitte, nicht in seiner eigenen Verantwortung.
Ja, du wirst es schon merken, die einzige Ebene ist halt die Erwachsenenebene. Wie würden die Erwachsenen nun in diesem Fall reagieren? Einfach mal im Vergleich. Jetzt haben wir nochmal den Politiker, den autoritären Typen, also den Politiker oder den Arzt, die ja jetzt in dieser Hans-Peter-Meyer-Geschichte ja so solche Autoritäten einfach immer darstellen. Also die Autorität. Das Virus ist zwar nicht so gefährlich, jedoch wollen wir verhindern, dass es sich ausbreitet. Und deshalb sorgen wir für Maßnahmen, die verhindern, dass zu viele Menschen auf einem Platz sind. Also bitte nicht mehr rausgehen, wenn nicht notwendig. Dieses, jenes, das und das und so weiter. Dann gibt es eben auch noch die Mutti. Ja, in Deutschland gibt es die Mutti, da passt das wunderbar. Ja, mit der Transaktionsanalyse, also die Mutti, die habt ihr da sowieso schon implementiert in der Politik. Dann haben wir das Kindheits-Ich, das Rebellische, das wird dann so machen, leckt mich doch am Arsch, ich mache, was ich will. Natürlich, beide Möglichkeiten werden nicht wirklich viel fruchten. Das Eltern-Ich würde auf die Autoritäten eher so reagieren: Ja, meine lieben Politiker, mir gefällt zwar deine Nase nicht, doch zum Wohle meines Kindes oder meiner Kinder und meiner Väter und Mütter mache ich es einfach mal so, weil wir ja sonst auch nichts anderes einfällt. Ja, und dann haben wir jetzt die Möglichkeit, als Erwachsener zu reagieren. Ja, wie könnte man da reagieren? Ja, das Erwachsenen-Ich, und jetzt wird es einfach auch spannend, so könnte sich das eben auch anhören. Aha, das klingt ja spannend. Virus breitet sich aus, gefährlich für die Älteren. Boah, es sterben Menschen. Okay, nun gut, ich merke, das fühlt sich ein bisschen ungut an. Das habe ich überhaupt noch nie gehört. Die wollen strikte Ausgehverbote. Das klingt schräg. Das kenne ich gar nicht. Was, wir sollen zu Hause bleiben? Wir dürfen gar nicht mehr raus. Was, in Deutschland dürfen wir auch nicht mehr fahren? Da könnte man jetzt einfach unglaublich wütend werden und so aus der Haut fahren. Aber man kann auch so machen, man kann mir die Frage stellen: Was ist eigentlich dran an der Sache? Ja, was ist da eigentlich dran? Stimmt das alles, was hier so verbreitet ist? Und ich kann natürlich nur ruhig bleiben, wenn ich meine Emotionen im Griff habe. Wenn ich emotional reagiere, dann fange ich wieder zum Schimpfen an. Aber wenn ich meine Gefühle zulasse, von mir ist auch traurig, weil mir, boah, was passiert da gerade? Ja, ich bin sehr traurig in den letzten Tagen immer wieder, habe auch teilweise sogar Weinflashes. Ich habe jahrelang nicht geweint. Jetzt komme ich wirklich immer wieder, es wird so gepackt, dass ich plötzlich im Geschäft zum Rihanna fahren. Ja? Also das darf man zulassen, das sollte man auch, das will wahrscheinlich einfach auch raus, aber nicht in diese Emotion dann agieren und dann, es ist alles so böse und so gemein, sondern in sich gehen und dann vergeht das auch wieder, das transformiert sich und dann kann ich aus dieser Situation, da merkt man, dass man ruhiger wird und da kann ich dann einfach ganz anders agieren, also Gefühle wahrnehmen und zulassen und dann überlegen und dann kann man überprüfen, was ist wirklich dran an diesen ganzen Aussagen, die da jetzt so verbreitet werden. Das ist ja unglaublich, das vermehrt sich ja, weil viele, viele Menschen einfach emotional reagieren, aus Angst heraus emotional werden, die Gefühle, die sie eigentlich hätten, überdecken mit dieser Emotion, mit wütend werden oder mit, ja, jetzt müssen wir das so machen oder wir müssen das sofort unter Kontrolle bringen. Sie verdecken nur ihre eigenen Angst, reagieren emotional, ja, und das baut sich auf. Die anderen hören davon, der reagiert wieder, andere, es ist sein Wahnsinnsding, der sich da einfach aufbaut. Ihr wisst es eh, in kleinen Dingen, wenn Menschen zum Streiten anfangen, zwei, brauchen nur zwei zu sein, aus irgendeinem minimalistischen Grund, das baut sich auf, Emotion, Emotion, Emotion. Es ist dann unglaublich groß, das Große. Und irgendwann sind beide so erschöpft und fragen sich dann, hey, um was ist es eigentlich gegangen? Beide müssen so machen und wissen es einfach nicht mehr, um was es hier gegangen ist. Und das ist natürlich eine ähnliche Sache, aber nur in einem wesentlich größeren Stil, der sich natürlich wesentlich mehr auswirkt auf das ganze gesamte Geschehen unserer Gesellschaft, weil das Ganze, meine Sichtweise, unglaublich emotionalisiert ist und sich dadurch unglaublich exponentiell aufschaukelt. Ja? Und dann ist plötzlich dieser Virus unglaublich, unglaublich groß. Ich habe vorher ein Video gesehen über jemand anderen. Da gibt es Menschen, die dann halt den Virus mit dem Tod gleichstellen. Und das macht natürlich unglaublich Angst. Und wenn ich das Ganze aus der rein sachlichen,
Ebene, aus der Ebene Besonnenheit, ja, ich rede jetzt nicht von einem Roboter, sondern ich rede von einem Menschen, der besonnen ist, der seine Gefühle durchlebt hat, dann sagt, okay, um was geht's da eigentlich? Hier geht es um ein Virus, da geht es um ein Virus. Und wir schauen uns jetzt einfach nur mal den Virus an, wir lassen alles andere, was wir damit emotional sofort in Verbindung bringen, die Wirtschaft, die Menschen, oh, Epidemie und dieses und jenes und der Zusammenbruch da und Zusammenbruch dort und Kontrolle und Schützen und dieses, das lassen wir jetzt alles außen vor und wir schauen uns den Virus an. Was passiert mit dem eigentlich? Was ist da überhaupt? Wenn man das machen würde, dann wäre das nichts. Das ist meine Meinung, dann wäre das einfach nichts, dann wäre das nicht einmal der Rede wert, irgendwo am Wirtshaustisch drüber zu reden. Und so schwillt es auf, schwillt es auf, schwillt es auf, weil einfach so unglaublich viele Emotionen drinstecken. Und ich merke immer wieder selber bei mir, dass es mich einfach anfühlt mit so einer Energie, die so, ja, so, die einfach eigentlich dann wieder raus müsste. Und Besonnenheit, Gefühle zulassen, das ist mein Tipp, neben den Dingen, die man auf der materiellen Ebene wie OPC, Natron, CBD, CDL, auch Borax und sicher einige andere Dinge, super gute Ernährung, viel Bewegung, rausgehen, auf Menschen zugehen, das sind die Dinge, die sich jetzt entwickeln, rauskristallisieren sollen, die wir für uns tun müssen und nicht nur wegen des Viruses, sondern generell für uns, ernähren wir uns gut, nehmen wir die richtigen Nahrungsergänzungen, gehen wir wieder viel mehr auf Menschen zu, sind füreinander, miteinander da, träumen wir nicht immer nur von den hohen Dingen, eine Reise dorthin und dahin und das möchte ich und das muss ich haben, sondern schauen wir, was wir auch zu Hause haben, wo Menschen sind, die wir berühren können. Geht's der alten Frau, die da unten wohnt? Wie geht's ihr? Klopft man mal an, fragt mal nach. Das sind Dinge, die sich jetzt einfach hier rauskristallisieren. Und wie gesagt, auf der geistigen, psychischen Ebene. Da oben haben wir die Eltern, unten haben wir die Kinder, in der Mitte sind die Erwachsenen. Gefühle zulassen, dann wird man besonnen und dann schaut man sich das Grundproblem an und lässt die Emotionen draußen, weil wir jetzt wissen, die bauschen sich unglaublich auf und zum Schluss haben wir so eine Luftblase und dann pumpert's und scheppert's, dann geht die Bombe hoch und hinterher fragen wir uns, warum ist das jetzt eigentlich passiert, wir wissen es nicht mehr. Ja, meine Lieben, in dem Sinne, ich wünsche euch alles, alles Liebe zum Thema Hans-Peter Mayer. Hans-Peter Mayer, sorry, wenn jemand zuschaut und Hans-Peter Mayer heißt. Danke, dass ich deinen Namen dafür verwenden durfte. Ich habe euch lieb, bleibt gesund, werdet gesund, schaut auf euch, schaut sich die Dinge im Detail an. Besonnenheit ist echt für mich ganz, ganz wichtig zurzeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Daumen hoch, schreibt mir eure Meinungen natürlich in die Kommentare und versucht es wirklich so besonnener einfach zu machen. Ich werde mich auch immer mehr und immer mehr dran halten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und Servus, euer Geo.